Lilo, wer sich wundert, warum Linux Mint.com im Moment down ist, wurde aus Sicherheitsgründen von Clement Lefebvre abgeschaltet, weil der Server gehackt wurde. Und zwar muss er seine Version, die er drauf gespielt habe, vom WordPress erstmal aktualisieren. Das dauert ein bisschen Bulgaren. Und so sieht es im Moment aus. Vielleicht sind es auch ganz andere Leute. Haben auf dem Server die Linux Mint 17.3 10 Nanom Edition modifiziert, den Link darauf umgelenkt auf einen bulgarischen Server. Das müssen nicht unbedingt Bulgaren sein. Zumindest zeigt der Link auf irgendwelche absentvodka.com, ja, auf diesen Server. Wer am 20. Februar sich Linux Mint in der 10 Nanom Edition, höchstwahrscheinlich die 64-Bit-Version als einzige, kompromittiert hat, der checkt bitte mal. Nicht unbedingt nur die ISO, die könnt ihr direkt löschen. Wer es dann auch noch installiert hat, überprüft, ob diese Datei bei euch existiert im Verzeichnis varlibmancu. Das ist nämlich das bösartige Backdoor-Dingenskirchens. Und zwar soll da ein Tsunami-Backdoor drauf sein, ein älterer Backdoor, der Passworte klaut. Deshalb ist im Moment Linux Mint down, nicht weil Linux Mint schlecht wäre. WordPress hat anscheinend eine Sicherheitslücke. Vielleicht hat man auch nicht die aktuellste Version von WordPress drauf oder einen Konfigurationsfehler gemacht, der ausgenutzt wurde. Linux Mint hatte bereits im Dezember einige Problemchen mit der Webseite. Und vielleicht hat man dann beim Wiederaufspielen der Software-Neuaufbau einen Flüchtigkeitsfehler gemacht, vermute ich mal. Also wie gesagt, checken, wer Linux Mint 17.3 10 Nano Edition runtergeladen hat, am 20. Februar mal dringendst überprüfen, ob die Datei varlibmancu bei ihm existiert. Wenn ja, Backup von den Dateien machen und überschreiben durch eine andere Linux-Distro. Die ISOs wegschmeißen, die DVDs oder USB-Sticks, wo das ISO drauf ist, formatieren, löschen, wegschmeißen. Und dann ist wieder alles gut. Gut, ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.